sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ein bisschen verwundert darüber, dass die Debatte hier so ruhig abgelaufen ist. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass alle hier im Haus vertretenen Parteien, bis auf die Piratenfraktion, ich schimpfe doch gleich noch auf die Grünen, liebe CDU, jetzt warten Sie doch mal ab. Dass alle in diesem Haus vertretenen Parteien, bis auf die Piraten, mit dieser Eastside Gallery-Geschichte was zu tun haben. Meine Damen und Herren, es ist soweit. David Hasselhoff kommentiert die Politik des Landes Berlins. Ja, den Punkt im Niveau haben wir jetzt schon erreicht. Ja, hätte ich das vor zwei Wochen gesagt, wäre ich hier zu Recht ausgelacht worden. Ja, und die Geschichte der Eastside Gallery könnte ja eine Geschichte ohne Missverständnisse sein, wenn alle Beteiligten bei der Sache bleiben würden. Aber Moment, ja, wir haben es ja hier mit der Berliner Politik zu tun, ja, und da muss es sich ja zwangsläufig in eine Posse verwandeln. Ja. Frau Lomscher hat schon erklärt, ja, Ministerrat der DDR hat es in Auftrag gegeben und seit 1995 steht sie unter Denkmalschutz und es gibt einen Bebauungsplan für die Spree und deswegen wurden schon Löcher in den Mauerstreifen gerissen, genehmigt wohlgemerkt. Was hier noch nicht zur Sprache kam, zum Beispiel dieses 40 Meter lange Stück, was hier 2006 entstanden ist für die O2 Arena oder World oder wie das Ding da heißt. Wo war da der Protest? Und es gab damals ja auch noch eine sehr interessante kleine Anfrage aus dem Jahr 2005, wo der Senat Folgendes gesagt hat, ich zitiere, um einen angemessenen Zuweg von der Mühlenstraße und der Arena-Vorplatz zur geplanten Schiffsanlage der AEG zu gewährleisten, hat Berlin an dieser Stelle eine Öffnung der Eastside Gallery zugesichert. Die betroffenen Mauerteile sollen auf benachbarte Flächen im Spreeuferbereich umgesetzt werden. Ah, wir haben also einen Bebauungsplan, der dafür sorgt, dass da Löcher reinkommen in die Mauer. Ja? Wir haben einen Senat, der in der Vergangenheit Investoren zugesichert hat, dass es auch in Ordnung ist, diese Löcher da reinzumachen. Ja? Die Landesdenkmalbehörde sagt auch, ja, es ist in Ordnung, da Löcher reinzumachen, denn sonst wären diese Löcher gar nicht da. Ja? Und wir haben einen Investor, der vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg dazu angewiesen wird, ein Loch in diese Mauer zu machen. Ja, was könnte da schiefgehen? Was könnte da schiefgehen in einer solchen Ausgangslage? Ja, derjenige, der diesen Auftrag gegeben hat, Ihr Bezirksbürgermeister Schulz, stellt sich dahin und sagt den Protestierenden, was sagt er, demonstrieren Sie weiter, weil der Finanzsenator nur durch den Druck der Straße zu vernünftigen Handlungen gezwungen werden kann. Wow. Was für ein Volkstribun, was für ein engagierter Bezirksbürgermeister. Das ist ja ein toller Job. Da sage ich dann irgendwelchen Leuten, sie sollen Löcher irgendwo hinmachen, sie sollen irgendwelche Dinge einreißen und wenn es dann passiert, stelle ich mich davor und sage, hohoho, Berlinerinnen und Berliner, wehrt euch mal dagegen, hier wird ein Loch gemacht. Was soll denn das? Ist das Politik? Und ich muss mich auch ganz ernsthaft dafür entschuldigen, dass wir auch hier einen Antrag zur Aktuellen Stunde mit so einem dämlichen Titel hier gestellt haben. Ja? Wenn ich mich am Sonntag mit dem, jetzt hätte ich fast ein unparlamentarisches Wort, das auf Eis endet, gesagt, beschäftigt, dann hätten wir sowas nicht beantragt. Ja? So, hier wieder Selbstbeschäftigung, selbst um uns drehen. So, und weil hier immer gesagt wird, Luxuswohnungen. Haben Sie das Interview mit dem Investor in der Berliner Zeitung gelesen? Ja? Das sind 36 Wohneinheiten, von denen sind schon 20 verkauft. Und es gibt einen Quadratmeterpreis von 2.750 Euro pro Quadratmeter bis 10.000 Euro pro Quadratmeter. 2.750 Euro pro Quadratmeter, Mann, das ist ja der pure Luxus. Ich weiß nicht, der Kollege Meyer hat vor Jahren hier in Berlin mal gesagt, was war der Preis, den du für Quadratmeter für selbst bauen? Drei. Zwei. Ja, hier. So, können Sie sehen. So, das sind ja die puren Luxuswohnungen, die Gentrifizierung, ja. Und diese Leute, die sich da die pure Luxuswohnung für 2.750 Euro den Quadratmeter kaufen, ja, die gentrifizieren dann natürlich weiter noch Friedrichshain-Kreuzberg und andere Berliner Bezirke, weil sie sagen, ja, es ist so geil, jetzt habe ich mir eine Luxuswohnung gekauft, jetzt kaufe ich mir noch fünf andere, ja. Das ist eine tolle Logik. So. Dann wird diesem Mann also gesagt, er soll diese Brommi-Brücke, er soll da diesen Durchbruch machen, den er selber gar nicht braucht. Ja? Er sagt selber, ich brauche das nicht. Ihr Bezirksbürgermeister sagt, aber mach da ein Loch in die Wand. Ja?
Okay. Aber, ja, ich bin ja wohl mindestens so gut wie Herr Schneider, wenn nicht sogar noch besser. Und dann sagt der regierende Bürgermeister am Montag, der am Freitag begonnene Abriss eines Teils der East Side Gallery erscheint als nicht notwendig. Da muss ich dann aber auch sagen, sorry Herr Wowereit, hoho, ne? Also Ihr Senatssatz 2005 noch, wir sichern Investoren zu, da Löcher in die Mauer reinmachen zu können. 40 Meter, 20 Meter für eine Fahrradbrücke ist also problematischer bzw. nicht notwendiger als 40 Meter für die O2 World. Muss man nicht verstehen. Wir kennen uns mit dem gegen die Wand fahren als Politiker ganz gut aus, aber ich weiß nicht, ob man das den Fahrradfahrern, die da über die Brücke fahren möchten, antun sollte. Gut, aber... Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Schmidberger. Ja, aber sehr gerne, Frau Schmidberger. Bitte. Vielen Dank, verehrter Kollege. Ich würde gerne wissen, was sagen Sie denn so aus demokratietheoretischer Sicht dazu, dass der Bezirk sozusagen den 87% der Friedrichshain-Kreuzbergerinnen und Kreuzberger gefolgt ist, die einen Promisteg, einen Fußgänger- und Fahrradpromisteg gefordert haben? Wie bewerten Sie das? Finden Sie, das Bezirksamt ist dann nicht verpflichtet, das umzusetzen? Ja. Aus demokratietheoretischer Sicht würde ich das so bewerten, dass Sie nicht rechnen können, denn die Wahlbeteiligung war 19,1%, 87. Prozent haben sich für den Brommisteg aus, 87% haben sich der Teilnehmer an dieser Befragung haben sich dafür ausgesprochen, aber wer A sagt, muss auch Mauerlücke sagen, wenn diese Planung das verursacht. Und selbst in diesem schönen Prospekt von Mediaspray ist diese Mauerlücke drin und sie wurde nie problematisiert. Ich finde das übrigens gut, dass meine Uhr nicht läuft, ich kann auch den ganzen Abend. So, wird das nicht thematisiert? Und danke, dass Sie mich hier auf ein Kernthema der Piratenpartei nochmal ansprechen. Natürlich brauchen wir verbindliche und klar nachvollziehbare Bürgerbeteiligung, insbesondere bei Bauprojekten. Das zeigt ja dieser ganze Schlamassel. Ja? Aber hier wird ja immer gesagt, mehr Beteiligung brauchen wir nicht. Ja? Hier haben wir an diesem schönen Beispiel East Side Gallery ein tolles Gegenbeispiel. Und eins muss ich noch zu der Geschichte von Herrn Schulz sagen. Was ich ja besonders interessant finde, ist, dass er dann noch den Finanzsenator, der jetzt leider nicht hier ist, mit reinzieht. Da wird dann gesagt, wie gesagt, man soll demonstrieren, damit der Finanzsenator da mal zu vernünftigen Handeln gezwungen wird. Was ist denn das für eine Logik? Sollen sich jetzt alle Berliner Bezirke ein Too Big to Fail irgendwie anheften und für jede fehlgelaufene Planung sagt man dann beim Finanzsenator, Hallöchen, ich bräuchte da mal ein Ersatzgrundstück. Uns ist dann aufgefallen, wir wollen das jetzt doch nicht mehr. Die Planung geht zwar irgendwie seit 21 Jahren, aber sorry. Was ist das für ein Signal bei Investoren? Ja, der hat alle Genehmigungen. Der hat alle Genehmigungen. Ja, der hat alle Genehmigungen. Der möchte da bauen. Der kriegt gesagt, bau da. Ja, dann wird er von dem angekachelt, der ihm sagt, bau da. Dann wird ihm gesagt, ja, dieser Mauerdurchbruch, der war eigentlich gar nicht notwendig von Leuten, die früher gesagt haben, Mauerdurchbrüche sind okay. Ja? Und dann war es der Finanzsenator schuld. Ja? Was hätten Sie sich, liebe Grünen, hier aufgeregt, wenn wir wegen dem BER oder irgendeiner anderen Geschichte zum Bund gelaufen wären oder zu sonst wem und gesagt hätten, hier, so eine kleine Fehlplanung, wir hätten gerne ein Ersatzgrundstück. Und das eigentlich traurige, nein, und das eigentlich, Entschuldigung, aber nehmen wir ganz ernsthaft, also wenn Ben Becker und David Hasselhoff die Berliner Politik kommentieren, dann haben wir ein ganz ernsthaftes Problem. Und wir müssen dafür sorgen, dass es in Zukunft verbindliche Bürgerbeteiligung in dieser Stadt, in diesem Land gibt, damit so etwas nicht nochmal passiert. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir als Politik Menschen, die hier in diese Stadt investieren, nicht so in den Rücken fallen,
wie das hier leider fraktionsübergreifend getan worden ist. Das ist ein fatales Signal. Und noch ein Wort zum authentischen Mauergedenken. Ich habe das zum Glück nicht erleben müssen. Ich bin auch ein Zugezogener. Aber was ich sehr eindrucksvoll finde, ist die Gedenkstätte Bernauer Straße. Wenn Sie sich da nämlich einfach mal hinstellen, okay, hier ist die Mauer und jetzt überlege ich mir mal, ich versuche da zu flüchten. Und dann ist das nicht so eine Mauer, so hupsi und ich bin im Westen. Das ist eine Mauer und dann sind das 50 Meter, deswegen heißt das Todesstreifen. Und da können Sie sich das überlegen und da können Sie versuchen nachzuvollziehen, wie das sein muss, da irgendwie drüber zu springen, über Stacheldraht, dann angeschossen zu werden und irgendwo in der Ecke dreckig zu verbluten. Da können Sie sich das vorstellen, an der Eastside-Galerie, die ein schönes Denkmal dafür ist, was nach der Wende getan worden ist, ja, vollziehen Sie das nicht nach. Ja. Also wäre ich auch, was Todesstreifen und so weiter angeht, ziemlich vorsichtig. Und nochmal eine Sache, als Anwohner da auch bei der Bernauer Straße fand ich das damals sehr beeindruckend, wie da systematisch die Mauer weggekloppt worden ist. Ich kann mich auch nicht an einen Aufschrei der damaligen Politik erinnern. Aber das liegt wohl daran, dass es in irgendein Konzept gepasst hat. Den Eindruck, dass wir ein Konzept haben, erwecken wir im Moment nicht. Da müssen wir nicht unbedingt besonders stolz drauf sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lauer.